Stehen Prinzessin Victoria und ihr Daniel vor der Trennung? Dieses Gerücht kursierte Anfang 2022 in den Medien. Es hieß, das Paar wolle sich scheiden lassen. Es war keine leichte Zeit für die Eheleute. Mehrere royale Quellen und das Paar selbst bezogen Stellung zu den Falschaussagen. Erst vor kurzem bestätigte Daniel, dass die Gerüchte schwerwiegende Folgen hatten. Kurz nach den ersten Spekulationen meldete sich die schwedische Pressesprecherin Margareta Torgren am 4. Februar gegenüber der Dana Press zu Wort und sagte: Die Information, dass sich das Kronprinzessinnenpaar scheiden lässt, können wir eindeutig dementieren. Es gibt keine Scheidung. Uns ist bekannt, dass verschiedene Gerüchte im Umlauf sind. Das ist ungewöhnlich und etwas, das wir bisher noch nicht erlebt haben. Wie sehr die beiden Royals die Gerüchte trafen, bewiesen sie mit einem Statement auf Instagram. Erstmalig meldeten Victoria und Daniel sich persönlich auf Social Media zu den Trennungsgerüchten. Im Post schrieben sie im Februar 2022: Uns ist zu Ohren gekommen, dass es eine Menge negativer Gerüchte über unsere private Beziehung gibt. Es gibt Behauptungen über Betrug in der Beziehung und eine bevorstehende Scheidung. Der Post war eine absolute Seltenheit. Normalerweise äußern wir uns nicht zu Gerüchten und Spekulationen. Um unsere Familie zu schützen, möchten wir jedoch ein für alle Mal klarstellen, dass die derzeit verbreiteten Gerüchte völlig unbegründet sind. Victoria und Daniel, so das schwedische Traumpaar auf Instagram. Auch 1,5 Jahre nach den Spekulationen meldete sich Prinz Daniel anlässlich seines 50. Geburtstages in einem Interview mit Journalistin Carina Bergfeld zu Wort. Aufgebracht verriet er: Das war ein böses, falsches Gerücht, von dem wir erfahren haben, dass es schwerwiegende Folgen hatte. Ich glaube nicht, dass es noch einen vernünftigen Menschen gibt, der an dieses Gerücht glaubt, so der Royal im Gespräch. Mit den ehrlichen Aussagen wolle er endlich alle Trennungsgerüchte aus der Welt schaffen.